ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Libanon sind bei einer zweiten Serie von Explosionen mehr als 300 Menschen verletzt worden. Offenbar explodierten Sprechfunkgeräte von Mitgliedern der radikal-islamischen Miliz Hisbollah. Erst gestern waren hunderte Pager explodiert, kleine Funkempfänger, die Hisbollah anstelle von Handys nutzt. Sie wirft dem israelischen Geheimdienst vor, die Geräte manipuliert zu haben und droht mit Vergeltung. Erneute Attacken im Libanon. Man kann die Explosion deutlich hören. Auf einer Trauerfeier in der Hauptstadt Beirut soll es erneut zu einem Angriff gegen Mitglieder der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz gekommen sein. Insgesamt gab es auch bei der zweiten Welle von Anschlägen mehrere Tote und ungezählte Verletzte. Diese Handyvideos konnten bislang nicht verifiziert werden. Hier eines der offenbar detonierten Kommunikationsgeräte. Es soll sich nun vor allem um Walkie-Talkies handeln, in denen der Sprengstoff versteckt war. Gestern Nachmittag, fast zeitgleich, waren Hunderte von Pagern explodiert. Ziel der koordinierten Attacke, hauptsächlich Mitglieder der Terrormiliz Hisbollah. 12 Tote und annähernd 2.800 Verletzte. Die Krankenhäuser völlig überlastet, Patienten müssen abgewiesen werden. Verletzungen an Armen, Beinen, dem Bauch und im Gesicht. 2/3 aller Verletzten in der Universitätsaugenklinik haben ein Auge oder beide Augen verloren. Es war ein Albtraum, es war der schlimmste Tag in meinem Leben als Arzt. Die Anzahl der Verletzten war gigantisch und die Art der Verletzung war unvorstellbar. Sollte Tel Aviv hinter den beiden Serien von Attacken stecken, könnten die gegenseitigen Scharmützel an der israelisch-libanesischen Grenze zwischen Hisbollah und israelischer Armee nun in eine neue, gefährliche Phase treten. Experten warnen von möglichen ernsten Konsequenzen. Um einen regelrechten Krieg zu beginnen, gibt es wohl keinen besseren Weg, als 10 oder 20% der Hisbollah-Kämpfer vom Schlachtfeld zu nehmen und die gesamte Kommandoebene und ihre Kommunikation zu zerstören. Wieder zahlreiche Tote und Verletzte. Die Zeichen im Nahen Osten stehen auf Eskalation. Anna Osius ist für uns in Beirut. Was weiß man inzwischen über diese zweite Explosionswelle? Ja, es hat heute Nachmittag erneut Explosionen gegeben, wieder im Süden Beiruts und wieder im Süden Libanon. Diesmal waren es eben vor allem offenbar Walkie-Talkies, die dort explodiert sind und unter anderem eben auch auf Trauerfeiern, die abgehalten wurden, um den getöteten Hisbollah-Anhängern von gestern, von den explodierten Pagern zu gedenken. Und diese Walkie-Talkies sollen eben auch erst vor kurzem von der Hisbollah angeschafft worden sein, ebenso wie die explodierten Pager, auch heute wieder Tote und Verletzte. Welche Auswirkungen könnten diese Angriffe auf die Hisbollah haben? Ja, diese Angriffe treffen die Hisbollah, treffen den ganzen Libanon wirklich massiv, diese Explosion. Damit hatte keiner gerechnet, ein Angriff in den eigenen Reihen. Ich habe heute mit einem Hisbollah-Anhänger gesprochen, der sagte mit Blick auf sein Handy, ich habe jetzt sogar Angst vor meinem Telefon. Wir waren heute an einem Krankenhaus, wo eben Verletzte von den Explosionen gestern behandelt wurden. Davor viele Familien, viele Hisbollah-Anhänger voller Schock, voller Wut, voller Trauer, den Tränen nahe. Und eben, sie schwören Rache. Das heißt, die Gefahr einer weiteren Eskalation, dass sich der Konflikt zwischen Israel und dem Libanon verschärft, diese Gefahr ist wirklich sehr groß. Vielen Dank, Anna Osius in Beirut. Pager waren vor allem in den 1980er und 90er Jahren verbreitet, als es noch kaum Handys gab. Damit konnte man eine kurze Nachricht und seine Telefonnummer senden, damit der Empfänger dann von einem Festnetztelefon aus zurückruft. Heute werden Pager vor allem noch von Ärzten und Rettungsdiensten verwendet. Mit diesen kleinen Geräten über Funk kurze Botschaften empfangen oder über einen Anruf informiert werden. Bevor die Nutzung von Handys zur Norm wurde, waren Pager genau dafür im Einsatz, seit den 80er Jahren. In Krankenhäusern oder bei Rettungsdiensten werden sie zum Teil immer noch genutzt. Ihr großer Unterschied zum Handy, sie können nicht geortet werden. Genau deshalb gehen Experten davon aus, dass die Hisbollah sie gerne als Kommunikationsmittel nutzt.
Aber genau diese Geräte haben jetzt Tausende verletzt und einige getötet, als sie am Dienstag im Libanon an mehreren Stellen explodierten, während Menschen im Supermarkt standen oder auf der Straße unterwegs waren. Die beteiligten Pager trugen alle das Logo von einem taiwanischen Unternehmen. Das jedoch streitet jede Verbindung zu dem Vorfall ab und weist darauf hin, dass eine Firma in Ungarn die Funkgeräte entworfen und gefertigt habe. Sie hatten das Recht, die Marke der taiwanischen Firma zu benutzen. Von da aus sind sie in den Libanon gebracht worden. Experten vermuten, bevor sie dort ankamen, könnten die Pager manipuliert worden sein. Höchstwahrscheinlich haben die Israelis die Lieferung abgefangen, dann haben sie kleine Mengen Sprengstoff hinzugefügt, entweder in die Batterie oder in den Pager selbst. Dann haben sie sie weitergesendet und nur noch auf den richtigen Augenblick gewartet. Bisher handelt es sich um Spekulationen. Israel hat sich noch nicht offiziell zu dem Vorfall geäußert. Israels Verteidigungsminister sprach heute von einer neuen Phase des Krieges. Sophie von der Tann in Tel Aviv. Ist das die Bestätigung, dass Israel hinter den Angriffen auf die Hisbollah-Mitglieder steht? Ja, offiziell hat sich Israel nach wie vor nicht dazu bekannt. Das ist auch nicht ungewöhnlich bei solchen Attacken. Verteidigungsminister Gallant hatte den Mossad, den israelischen Geheimdienst, ganz allgemein gelobt. Und dass das Militär den Fokus verlagern solle vom Gazastreifen auf den Norden zur Grenze mit dem Libanon, das wird hier seit Wochen gesagt, jetzt immer lauter. Und dass die Menschen dort in ihre Häuser zurückkehren können, das hat das Sicherheitskabinett jetzt nochmal als explizites Kriegsziel auch festgelegt. Es wurden weitere Truppen in den Norden heute verlegt und auch weitere Militärübungen durchgeführt, auch für Bodeneinsätze. Wie werden denn nun diese Attacken in der israelischen Öffentlichkeit bewertet? Ja, die Menschen hier gehen davon aus, dass der Mossad, der israelische Geheimdienst, dahinter steckt. Nur ihm traut man eigentlich so einen technisch aufwendigen Angriff zu. Viele sehen das auch mit Bewunderung, auch weil viele nicht mehr an eine Verhandlungslösung glauben. Diese Attacke kommt jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lage hier ohnehin schon ziemlich angespannt ist und trägt natürlich nicht zur Deeskalation bei. Auch eine Waffenruhe im Gazastreifen, die dann wahrscheinlich auch zu einer Beruhigung der Lage im Norden an der Grenze zum Libanon führen würde, so hatte das die Hisbollah zumindest signalisiert, die scheint im Moment auch nicht in Sicht. Vielen Dank, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Die Explosionen im Libanon haben Befürchtungen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten ausgelöst. UN-Generalsekretär Guterres sagte, eine solche Zuspitzung müsse unbedingt verhindert werden. Am Freitag wird sich der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit den Vorfällen befassen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell verurteilte die Explosionen. Auch wenn es offenbar gezielte Angriffe gewesen seien, hätten sie doch auch unbeteiligte Zivilisten und Kinder getroffen. Die Ukraine hat vergangene Nacht nach eigenen Angaben ein Waffendepot in Russland mit Drohnen angegriffen. Dabei wurde ein Großbrand ausgelöst. Es gab Verletzte, einige Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Angriff ereignete sich etwa 500 Kilometer von der Grenze zwischen der Ukraine und Russland entfernt, in der Stadt Toropets, nordwestlich von Moskau. Großbrand in der westrussischen Stadt Toropets, begleitet von schweren Detonationen. Die Nachrichtenagentur Reuters verbreitet diese Handyvideos. Aus der Ukraine heißt es, man habe gezielt ein großes Waffendepot getroffen. Dort seien Raketen, Lenkbomben und Munition gelagert gewesen. Eine US-Satellitenfirma veröffentlicht diese Aufnahmen. Sie sollen das teils unterirdische Waffenlager zeigen, vor und nach dem Angriff. Russland kommentiert das nicht. Der Gouverneur der Region spricht lediglich von einem Großbrand. Die Luftabwehr hat Drohnen abgeschossen, dabei ist ein Feuer ausgebrochen, sagt er. Noch während er spricht, sind Detonationen zu hören, auch Stunden nach dem Angriff. Der fand nachts statt. Eine norwegische Organisation, spezialisiert auf Erdbebenerkennung, registriert gar Erschütterungen in der Region.
Dass es in Toropets ein Waffenlager gibt, ist unbestritten. 2018 besuchte der damalige Vizeverteidigungsminister die Baustelle. Eines der sichersten und modernsten Lager für Waffen und Munition entstehe, hieß es damals. Das Staatsfernsehen berichtet heute, man habe über mehreren Städten ukrainische Drohnen abgeschossen. Zum Angriff auf die Stadt Toropets, die zeitweilig sogar evakuiert wurde, kein Wort. Die AfD hat keinen Anspruch darauf, den Vorsitz in Bundestagsausschüssen zu übernehmen. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden und Klagen der Partei zurückgewiesen. Die Funktion eines Ausschussvorsitzenden sei organisatorischer Art und berühre nicht das Recht auf politische Teilhabe, so die Begründung. In den Ausschüssen werden oft wichtige Parlamentsentscheidungen vorbereitet. 2019 war ein AfD-Politiker als Ausschussvorsitzender abgewählt worden. Andere hatten keine Mehrheiten bekommen. Stefan Brandner von der AfD-Fraktion heute im Gerichtssaal. Im November 2019 war er als Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundestages abgewählt worden. Er hatte unter anderem nach dem rechtsextremistischen Anschlag auf die Synagoge in Halle umstrittene Äußerungen weiter verbreitet. Etwa die Frage, warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum? Das Bundesverfassungsgericht entschied nun, Brandners Abwahl verstieß nicht gegen das Recht der AfD-Fraktion auf Gleichbehandlung. Die Bundestagsausschüsse bestimmen ihre Vorsitzenden selbst, also dürfen sie diese auch abberufen. Die AfD werde hier nicht willkürlich benachteiligt. Vor dem Hintergrund einer Reihe von Vorfällen, die zu erheblichen Irritationen in der Öffentlichkeit geführt hatten, kam die Ausschussmehrheit zu dem Schluss, der Vorsitzende des Rechtsausschusses werde sein Amt nicht mehr in einer den Anforderungen des Amtes entsprechenden Weise ausüben. In drei anderen Bundestagsausschüssen scheiterte die AfD 2021 mit ihren Vorschlägen für den Vorsitz. Auch das war rechtmäßig. Die Ausschüsse müssten zwar die Stärke der Fraktionen im Bundestag widerspiegeln, ein Recht auf einen Ausschussvorsitz folge daraus aber nicht. Dessen Aufgabe sei vor allem die Organisation und Vertretung nach außen. Außerdem gelte, die Ausschüsse dürften ihre Vorsitzenden frei wählen. Mit einer freien Wahl wäre es unvereinbar, wenn eine Fraktion das Recht auf ein bestimmtes Wahlergebnis hätte. Kritik am Urteil von Stefan Brandner. Die jetzigen Regierenden mit ihren Mehrheiten können auch demnächst in der Opposition sein und müssen dann, abgesegnet vom Bundesverfassungsgericht, damit rechnen, dass auch ihre Ausschussvorsitzenden nicht gewählt werden. Nach dem Urteil kann die AfD in den Ausschüssen also weiterhin Kandidaten vorschlagen, aber nicht gegen eine Mehrheit durchsetzen. Das heutige Grundsatzurteil klärt zum ersten Mal, dass Fraktionen im Bundestag nach dem Grundgesetz kein Recht auf den Vorsitz in einem Ausschuss haben und betont dabei, dass der Bundestag innerhalb gewisser Grenzen einen großen Spielraum besitzt, wie er seine internen Abläufe regeln darf. Junge Menschen in Deutschland fühlen sich von Politik und Gesellschaft vernachlässigt. Das geht aus dem 17. Kinder- und Jugendbericht hervor, den Bundesfamilienministerin Paus heute vorgestellt hat. Viele wünschen sich demnach mehr Sicherheit und Orientierung. Das liege unter anderem an der Klimakrise und dem Krieg in der Ukraine. Paus warnte vor der Gefahr, dass junge Menschen Parteien vertrauen, die einfache Lösungen versprechen. In einigen Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa beginnen die Aufräumarbeiten. In Teilen Österreichs, Tschechiens und Polens schaffen Anwohner und Einsatzkräfte Trümmer von den Straßen und schaufeln Schlamm aus Gebäuden. Ein EU-Kommissar schätzt, dass fast 2 Millionen Menschen betroffen sind. Die Höhe der Schäden ist noch unklar. Vor allem entlang von Oder und Elbe bleibt die Lage angespannt. Das Wasser fließt in Richtung Deutschland. In Dresden gilt für die Elbe die zweithöchste Meldestufe. Darauf richten sich in Dresden jetzt die Blicke. Der Pegelstand der Elbe hat heute die 6-Meter-Marke überschritten. Knapp 1,5 Meter sind es an normalen Tagen. Und das Wasser um die eingestürzte Carola-Brücke, es steigt. Schottendicht heißt es langsam in Frankfurt an der Oder. Spundwände sind an der Uferpromenade aufgebaut. Die 3-Meter-Marke hat die Oder erreicht. Die Stadt sucht noch Deichläufer. Am Sonntag könnte Alarmstufe 3 ausgerufen werden. In dem Moment, wo das eingetreten ist, wird es tatsächlich notwendig, 24 Stunden am Tag den Deich zu kontrollieren, ob sich dort Brüche, Undichtigkeiten auftun, um in einem solchen Fall schnell reagieren und Maßnahmen einleiten zu können. In Polen, 200 Kilometer weiter südöstlich, steht das Wasser in Breslau schon in den Gärten. Auch der Zoo ist bedroht.
Freiwillige versuchen, ihn zu schützen. Die Flutwelle der Oder wird hier für morgen oder übermorgen erwartet. Das hier sind Breslauer, Menschen mit einem großen Herzen und großer Kraft. Sie haben sich entschlossen, unseren Zoo zu verteidigen und notfalls auch den ganzen Bezirk. In Jesenik in Tschechien ist die Flut vorbei, die Schäden sichtbar. Nach Angaben von Versicherungen ist es jetzt schon die zweitschlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes nach dem Hochwasser 2002. Sie können für die Menschen in den Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa spenden. An das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft, Stichwort ARD Hochwasser in Osteuropa, Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 19. September. Unter Hochdruckeinfluss ändert sich an dem oft sonnigen und angenehm warmen Wetter vorerst wenig. Heute Nacht ist es verbreitet sternenklar oder nur locker bewölkt. Vor allem im Norden und äußersten Süden bilden sich dichtere Nebelfelder. Nachdem die sich morgen aufgelöst haben, erwartet uns ein freundlicher Mix aus viel Sonnenschein und einigen Wolken, die am Nachmittag vor allem in der östlichen Mitte und am Alpenrand einzelne Schauer bringen. An der Ostsee heute Nacht um 15, im westlichen und südlichen Bergland zum Teil unter 10 Grad. Südlich der Donau morgen unter, sonst oft wieder etwas über 20 Grad, im Westen mancherorts auch sommerlich warm. Auch am Freitag oft sonnig und warm, im Süden später Quellwolken und über dem Bergland einzelne Schauer oder Gewitter. Am Wochenende ändert sich noch wenig an diesem Wetter. Die Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer fragen, welche Folgen die Pager-Angriffe auf die Hisbollah im Libanon haben könnten. Und Asylpolitik statt Klimaschutz, was Jungwähler in Brandenburg bewegt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.